44. So, und jetzt kommt der Kampf im Weltcup. Als erster der Mann, den wir nicht vergessen werden, bis es vorbei ist. Genau. Peter Preotz. Aha. Der gibt Vollgas, lässt sehen. Hat auch einen sehr guten Wind. Oh, der liegt in der Luft wie ein Papier. So, super. Schau. Kommt natürlich lange nicht so weit hinunter wie Michael Heipel. Ja, aber deutlich über die grüne Linie. Ja, die grüne Linie ist hinaufgewandert auf 136 Meter. Mhm. Und der Peter hat halt jeden Sprung gemacht. Vormittag offizielles Training, die Quali gesprungen, Probedurchgang gesprungen. Das liegt einfach daran, dass der Aufwind bei Michael Heiböck um so viel stärker war als jetzt bei Peter Preotz. Deswegen hat er mehr Punkte abgezogen bekommen. Und Peter Preotz führt jetzt mit 6,5 Punkten Vorsprung. Meter und 5 Zentimeter. Peter Preotz, kann er dranbleiben im Kampf um den Weltcupsieg? Jetzt muss er runter. Das schaut doch leichten Rückenwind, oder? Unterschiedlich. Ja, da liegt er wieder drauf. Ja, ja. Der, boah, geht, der geht, der geht super. Starker Sprung, starker Wind, überhaupt so starker Tag heute von Peter Preotz. Also alle 6 Sprünge, was ich gesehen habe, die waren echt gut. Er gibt nicht auf. Nein? 5 mal 19-0 Peter Preotz bei 136 Metern. Das ist die Führung. Wieder am Stocker. Mhm. Er gibt nicht auf. Ja. Oh, das ist jetzt schwarz auf weiß. Jawohl. Also, dran bleibt er in jedem Fall. Aber kann er aufholen? Vierter Schlierenzauer, achter Stefan Kraft, neunter. Und im Weltcup führt jetzt Severin Freund vor Peter Preotz und Stefan Kraft rutscht an die dritte Stelle zurück. Aber die drei bleiben eng beisammen. Andi, es war ein aufregendes Ende. Das war's.